Lange hat die KI-Euphorie, künstliche Intelligenz, das Geschehen an den Märkten bestimmt und für Euphorie gesorgt. Aber jetzt wird es geopolitischer, also schwieriger. Das ist jetzt nicht mehr dieses einfach, wow, künstliche Intelligenz wird alles verändern. Und zwar das schon gestern am besten, spätestens morgen. Und dann werden alle Firmen total profitabel und alle werden reich und glücklich. Und es wird alles ganz schick. Das ist jetzt abgelöst worden durch geopolitische Verwicklungen, die alles mit China zu tun haben. Und was Apple, China, Chips und das Klima miteinander zu tun haben, das wollen wir uns gleich mal anschauen. Aber zunächst mal heute Morgen respektive nachts ja die Meldung, dass China jetzt das iPhone-Verbot nicht nur bei Behörden, staatlichen Behörden ausspricht, sondern das Ganze auf staatliche Unternehmen ausweiten will. Und dann geht es faktisch, naja, so um über 500.000 Handys, respektive iPhones. Das ist ja nicht fürchterlich viel, aber die eigentliche Botschaft ist doch, dass iPhones in China nicht erwünscht sind. Wenn man sie schon in staatlichen Firmen und staatlichen Behörden verbietet, also sagt hier nix iPhone, dann heißt das für den gemeinen Chinesen, oh, das ist nicht erwünscht, das ist nicht gerade von der Staatsführung befördert, dass du dir iPhones von Apple kaufst. Und das ist für Apple natürlich ein Riesenthema und ein Riesenproblem. Immerhin hat man in Greater China, dazu gehört Taiwan auch noch, etwa 20% seiner weltweiten Umsätze produziert ja nach wie vor in China, versucht ja, nämlich Apple, die Produktion weiter nach Indien zu verlagern, in andere Länder zu verlagern, um weniger abhängig von China zu sein. Also die Chinesen, die schlagen so ein bisschen zurück, rächen sich, könnte man sagen, für diese Chip-Einschränkungen durch die Biden-Administration. Und Apple ist natürlich zu wichtig. Da sehen wir, dass die Futures nach unten gehen und die gehen auch nach unten, weil der Yuan auf ein 16-Jahres-Tief gefallen ist zum US-Dollar. Und das ist dann gleich das nächste Problem, vor allem für die Chinesen. Aber hier sehen wir mal, was das eigentliche Problem ist. Wir sehen eine absolut intakte Entkoppelung zwischen den USA und China. Die Dinge gehen immer weiter zurück. Eine Entnetzung könnte man fast sagen, und das bleibt eben nicht ohne Folgen, dazu gleich später noch mehr jedenfalls, und das ist vielleicht die andere interessante Seite der Medaille. Huawei scheint ein Chip-Durchbruch gelungen zu sein bei seinem neuesten Smartphone Mate 60, wie es heißt. Und zwar scheint dieser Durchbruch gelungen zu sein dem SMIC-Konzern aus Shanghai. Allerdings gibt es da Zweifel durch die Amerikaner, die sagen, nee, also das glauben wir nicht so. Jedenfalls wäre da China, wenn das Ganze mit diesem 7-Nanometer-Chip hier sich so verhält, wie es berichtet wird, dann wäre China einen großen oder hätte China einen großen Technologiesprung gemacht. Man wäre da noch nicht ganz auf Augenhöhe mit den Amerikanern, aber schon ziemlich nah dran. Und das ist gewissermaßen jetzt die Kehrseite. Apple und dieses Verbot von iPhones und auf der anderen Seite diese Huawei-Geschichte, das sind die Dimensionen, die uns wahrscheinlich erst später so richtig klar werden, welche Konsequenzen das haben wird. Aber wenn wir zu Apple nochmal zurückkommen, sehen wir Apple natürlich unter Druck. Als ich jetzt zuletzt geschaut habe, nur noch 3%. Das war vorbörslich schon teilweise schlimmer, aber charttechnisch ist da schon ein bisschen was kaputt gegangen. Und kaputt gegangen ist auch etwa eine Marktkapitalisierung von $212 Milliarden und das in nur zwei Tagen. $212 Milliarden, das entspricht in etwa dem BIP von Kuwait, ist etwas mehr als das BIP von Ecuador, von Belarus, also Weißrussland, Ghana, Sudan, Slowakei, Tansania, Bulgarien. Also das in den zwei Tagen ist da mehr Geld sozusagen vernichtet worden, als manche Staaten in einem ganzen Jahr erwirtschaften. Und das ist ein Problem, denn Apple gilt ja so ein bisschen als sicherer Hafen. Wir wissen, dass Warren Buffett fast 50% seines Portfolios in Apple-Aktien hatte. Und das ist oder hat, das ist natürlich schick, aber kann natürlich auch genau andersrum laufen, wenn es mal dumm läuft. Und das ist genau das Problem, wovon die Märkte lange profitiert hat, nämlich die großen Tech-Unternehmen, die alles mit nach oben ziehen, kann jetzt zum Problem werden, denn die Gewichtung der fünf größten Aktien im S&P 500 ist auf einem Allzeithoch.
Also, alles hat zwei Seiten, auch eben eine Medaille, denn as Apple goes, goes the market. Hier sehen wir mal Apple und den Nasdaq im Vergleich, ziemlich identisch. Da passt wenig Papier dazwischen, könnte man sagen. Klar, Apple ist mit Abstand die marktgewichtetste Aktie an der Wall Street. Und jetzt kommt der überraschende Schwenk zum Klima. Kerry von der US-Administration will, dass China Beiträge zahlt für einen Fonds, von dem aus dann klimabetroffene Länder Hilfen erhalten. Und China sagt aber, jetzt ist aber so, ihr lieben Amerikaner, ihr wisst ja, dass wir nur begrenzten Zugang zu amerikanischen westlichen Chips haben, ob englische über ARM oder eben amerikanische von den verschiedensten Unternehmen. Und wir könnten ja viel mehr fürs Klima tun, wenn wir vollen Zugang auch zu diesen Hochleistungschips haben. Mit anderen Worten, China sagt, naja, euch ist ja das Klima so wichtig, gell? Und wenn euch das Klima so wichtig ist, ihr lieben Amerikaner und die liebe Biden-Administration, dann schickt uns die besseren Chips, dann tun wir auch mehr in Sachen Klima. Und wir alle wissen, dass etwa 30% der CO2-Emissionen alleine durch China praktisch entsteht, also 30% aller Schadstoffemissionen, wenn man so will, in Sachen CO2 kommen vom Reich der Mitte. Und das ist, wenn man so will, eine direkte Erpressung. Chips gegen Klima. Gibst du Chips, kriegst du von mir Klima. Das ist fast schon ein Treppenwitz eigentlich der Geschichte. All das jetzt hier vor dem G20-Treffen, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man fast drüber lachen. Die Chinesen aber haben Probleme. Onshore Yuan. Schwächstes Niveau seit 2007. Und die Notenbank in China versucht dagegen zu steuern durch ein Fixing, das immer weiter von dem Offshore-Kurs in Hongkong des Yuan entfernt ist. Mal sehen, ob das gelingen wird. Die Märkte fürchten so ein bisschen ein Revival aus dem August 2015. Damals hat China in einem heftigen Schritt seine Währung abgewertet. Das hat eine Schockwelle dann in Richtung westliche Finanzmärkte geschickt. Damals dann Handel ausgesetzt wegen Limit Down, also weil praktisch die Verluste zu groß waren. Und das generelle Thema derzeit ist ja Dollarstärke. Der Dollar steigt immer weiter und ist der weitere Anstieg der Renditen und nämlich also der Kapitalmarktzinsen. Und das wurde heute nochmal befeuert eben durch die US-Erstanträge, die super stark waren. Also so wenige Erstanträge wie seit Februar nicht mehr. Auch die Continuing Claims, die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, deutlich weniger als erwartet. Dadurch Dollar und Renditen nach oben. Und dann ist eben das Problem für die Märkte, für die Wall Street, higher for longer. Also die Zinsen, die werden nicht so schnell fallen, vielleicht wie die Wall Street sich das vorgestellt hat. Heute sind alleine 6 oder 7 Speaker von der Fed, von Harker über Goolsbee, Williams, Bostic, Bowman und nochmal Bostic und dann Logan am Start. Und eines ist interessant, schauen wir uns mal die Inflationsdaten an. Nächste Woche kommen ja die frischen Inflationsdaten aus den USA, aber die Inflationsdaten aus Asien. Dann haben wir Anstiege in Taiwan, in Indonesien, in Vietnam, in Thailand und vor allem in Südkorea von 3,4%. Also ein ziemlich deutlicher Anstieg. Und jetzt vergleichen wir mal, und da gibt es natürlich Statistiker, die das tun, die Inflation in Südkorea mit der in den USA. Und dann sehen wir einen sehr parallelen Verlauf zwischen der US-Inflation und der Inflation in Südkorea. Dementsprechend würde das eine Indikation dafür sein, dass auch in den USA eben dann die Inflation deutlich anziehen wird. Was tun also Fed? Auf der einen Seite brauchen die Amerikaner aufgrund ihrer massiven Verschuldung, da werden massiv Anleihen emittiert zu hohen Zinsen, an denen werden die Amerikaner noch viel zu knabbern haben an diesen Zinsen. Auf der anderen Seite haben wir Corporate Debt, also Unternehmensverschuldung, die haben sich viel reingesaugt in Zeiten der Nullzinsen. Allerdings irgendwann läuft das aus und das wird vor allem jetzt in den nächsten Jahren ein Problem. Man braucht dringend eben niedrigere Zinsen, aber was tun, wenn die Inflation so hoch ist oder nicht wirklich runterkommt? Wall of Corporate Debt ist hier ein Thema, das wird eine Rezession auslösen, sagt Fidelity International, ja auch kein ganz kleiner Fisch, deswegen ist man skeptisch für die US-Aktienmärkte. Und ein anderer Faktor ist natürlich die Preis-Lohn-Spirale, wenn man sie vielleicht so nennen kann. Ford hat jetzt mal freiwillig 8.000 gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern eine Lohnerhöhung von um und bei $9.000 gegeben pro Jahr.
Das ist schon mal ein Riesenschnaps, ist aber nur ein Teil eben dieser Mitarbeiter. Die Gewerkschaften drohen ja hier mit einem Streik. Nächste Woche läuft ein langjähriger Vertrag aus, da muss verhandelt werden. Die Gewerkschaften fordern über 40% inklusive mancher Leistungen an Lohnsteigerungen. Allerdings Walmart heute hat zum Beispiel die Einstiegsgehälter für Jobneulinge jetzt erstmal runtergesetzt. Die Frage ist, kann sich Walmart das leisten? Denn wenn da nicht mehr so viel zu verdienen ist, dann gehen die Herrschaften aufgrund des latenten Arbeitskräftemangels eben woanders hin. Kommen wir noch zur Stimmung des Marktes. Wir sehen AAII, also die Umfrage unter den US-Privatinvestoren, wieder deutlich optimistischer, 42,2% Bullen. Wir sehen nur noch unter 30% Bären. Das war in der letzten Woche noch anders. Man ist also auf den Zug scheinbar mental aufgesprungen und sieht jetzt, oh, vielleicht bin ich da an der falschen Haltestelle. Wir sehen die NAAIM Number, das ist also praktisch die Vermögensverwalter, die aktiven Vermögensverwalter, die Investitionsquote von 61% auf 49% gefallen. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter im September? Normalerweise ist jetzt so bis zum 11.12. eigentlich alles schick für die US-Märkte, saisonal gesehen. Und dann wird es vor allem schwierig. Und jetzt ist es ja schon ein bisschen schwierig. Was passiert dann nächste Woche? Fragezeichen. Wird es dann besser oder eben noch schlechter? Aber wenn wir mal zurückblicken, dann könnte man sagen, eigentlich seit Mitte Juli ist der Bruch drin, denn seitdem steigt der Dollar und steigen da Renditen und haben Aktien ein bisschen Probleme. Noch hält sich das ja alles im Rahmen angesichts der Dollarstärke und der starken Renditen. Und die Frage ist eben auch, naja, wie wird es denn den Unternehmen gehen? Werden die wirklich so toll verdienen können, wie die Analysten an der Wall Street das prognostizieren? Hier sehen wir mal die Gewinne der Unternehmen und die Frühindikatoren, Leading Indicators, Lay. Und normalerweise geht das sehr kongruent. Die Analysten haben ihre Erwartungen nach oben geschraubt, aber die Frühindikatoren, die fallen schlichtweg weiter. Also da ist ein Gap. Wie wird sich das schließen? Haben die Analysten recht oder haben die Frühindikatoren recht, die ja aus sehr vielen Parametern zusammengesetzt sind? Und wenn wir jetzt nach Deutschland kommen, dann sehen wir hier mal Orders, German Auto Industry Orders. Ziemliche Katastrophe. Gleichzeitig fordern die Gewerkschaften 4-Tage-Woche. Und die Bundesregierung diskutiert über Wärmepumpen. Wir haben heute gesehen, die Industrieproduktion bei energieintensiven Unternehmen minus 11,4% im Jahresvergleich. Industrieproduktion heute wieder rückläufig, auch zum Vormonat minus 0,8, glaube ich, der dritte Monat in Folge. Die Industrie säuft ab. Und wir sprechen aber vorwiegend über das Klima. Hier sehen wir kaum Wachstum mehr in der Eurozone. Heute wurden die die Wachstumsdaten für die Eurozone von 0,3 auf jetzt nur noch 0,1% nach unten revidiert. Und das vor allem, weil zwei Länder ganz schwach sind. Italien auf der einen Seite und Deutschland auf der anderen Seite. Also da sind wir top, was das Negative betrifft. Und interessant ist, was in der EZB passiert. Nächste Woche ja die EZB-Entscheidung. Und die war noch nie so offen wie jetzt, dass man wirklich nicht weiß, was passiert. Die EZB jetzt in der Schweigeperiode. Und Lagarde hat Stress mit dem EU-Parlament, denn Lagarde und die EZB wollen die Vize-Bundesbankpräsidentin als neue Bankenaufseherin durchsetzen. Das EU-Parlament will allerdings eine Spanierin, nämlich eine, die Vizepräsidentin der spanischen Notenbank ist. Das ist wirklich ein sehr seltsamer Vorgang, der hier stattfindet. Erste Empfehlung als Artikel, zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Morgen das Heizungsgesetz. Was sagen eigentlich Immobilien, was sagt die Immobilienbranche? Ist das sinnvoll oder nicht? Morgen soll das ja verabschiedet werden. Ein weiterer Schritt zum Hurra für Deutschland. Zweite Empfehlung und letzte Empfehlung, hier nochmal ganz konkret in Zahlen gefasst, wie China sich von den USA entkoppelt, respektive die USA von China sich entkoppeln. Fakten, die eben hier das mal wunderbar auch in Grafiken zeigen. Diese drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.